Gut gemacht. Was heißt das? Joko, denke ich mal. So, wir haben hier einen neuen Mitstreiter. Wir haben jetzt schon so circa 30 bis 40 Minuten trainiert. Das ist der Ken aus Japan. Aber ihr habt japanische Vorfahren. Ja. Und ja, spielt ähnlich wie Harimoto-san auch. Ne? Harimoto. Und wir spielen jetzt eine regelmäßige Übung, die du immer ins Training einbauen solltest. Ich mache die auch einmal pro Training wirklich Rückhand mit Rückhand Vorhand. Trainiert vor allem den Wechsel, dass du, wenn du viel umgreifst, schneller wirst beim Umgreifen und vielleicht auch nicht ganz so krass umgreifst. Also Rückhand mit Rückhand Vorhand, schau es dir mal an beim Ken, wirklich gut. Und wie immer kommentieren, wenn dir was auffällt, was Ken besser machen kann. Dankeschön. Und viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
Kennst du an? Sag mal das so? Ja, kennst du an. Kurze Runde. Alles in die Vorhand. Deine Rückhand parallel. Schwierig, ne? Muss man auch trainieren. Vorhand diagonal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.